unisono in San Francisco. Mm-hmm. Hey family. Hi Patrick. Hi. Are we saying hi? Hello Bavarians. Hi everybody. From the Bavarians. And with the dogs. Hi Barbara, Lisa, Betty. Where's your brother? Gracie. Gracie, come here. We have one more dog. So hi Francie, Barbara, Lisa. Yeah, you guys have to come visit us. Come see us. Gracie. That's Angus. Okay, guys. So, a special invitation to all the Pfeffel children to yes. come visit us and stay with come us. Practice your English. Mm-hmm. Come go to school with the children here. Mm-hmm. We have some good horses in the neighborhood. There's horses. You have horses? We have horses. Definitely. Yeah. Well, who's going horse riding? Huh? You too? No, they don't actually go horse riding. But there is a place, actually there's a barn that some of my friends go to that has horses. You could try going there. Okay, did we get our second dog? She's having some trouble. Angus is sleeping already. Gracie, that one is kind of scared, I think. Gracie, shut up. Good girl, Gracie. Okay, here comes Gracie. Gracie, come here. She's really suspicious, isn't it? Oh, yeah. Yeah. Oh, Angus wants some too. Let's see, Angus. Miss you, Francie. Hey, guys. Look at the camera, Gracie. Look at the camera. Okay. Call her. Gracie. Gracie. Oh, let's see. Look. Look at the camera. Und Test. One. Und wo ist das rote Licht? Damit ich immer weiß, wie die Diane. Thank you.
zoomen. Braucht man nicht. Oben mit dem Zeigefinger wäre das. Jetzt ist er aus. Hey Mr. Zink, ja? Schaust gerade die Börsenkurse nach oder was? Ja? Stop buying. Und was sagt der Börsenspezialist dazu? Ja, immer dranbleiben an der Börse. Immer auf der richtigen Seite sein. The trend is your friend. The trend is your friend? Naja, jetzt ist der Trend erstmal ein ausgiebiges Frühstück. Hi. Wolfgang, auf geht's. Ciao. Also wir fahren jetzt über die Brücke. Thank you.
schaut in die falsche Richtung. Die Landschaft ist auf der anderen Seite. Na, wie geht's dir, Uli? Gut. Also der Andreas erzählt jetzt mal, was das zu tun hat mit dem Motorradfahren hier. Was ist der Sinn vom Motorradfahren? Der Sinn vom Motorradfahren ist, dass dich möglichst schnell in der Gegend bewegst. Ach nee. Hat das nichts mit Macho und Ritter und so? Was hast du da vorhin erzählt? Ja, noch ein Hauch von Freiheit. Was ist denn das für eine Freiheit? Ja klar. Du bist an der frischen Luft und nicht so eingeengt wie im Auto. Da sitzt er wie im Gefängnis. Was sagt da der Autofahrer dazu? Autofahren ist auch nicht schlecht. Autofahren ist auch nicht schlecht? Nein. Aber da ist das Cardiofahren ja auch schon wieder besser. Ja, dazu hat es nicht gereicht. Aber gefällt dir die Gegend hier wenigstens in deinem Käfig? Das ist ganz gut. Ja, die Aussicht aus dem Gefängnis ist gut. Das ist viel zu exklusiv hier. Uli, das, was du dir heute Nacht erschlafen hast, musst du leider beim Frühstück wieder neu investieren. Kaffee, $6, die Tasse, oder? Oder ist die auch frei? Die kommt ja dann auch zum Nachschütten. Also Refill sollte dabei sein. Also erzähl mal, Uli, was du vorhast in deinem Leben. Das war schwierig. Das war keiner mit Dokumentation. Ja. Was?
Also ich habe jetzt... Ich werde jeden Tag mich eine halbe Stunde um die Börse kümmern. Das werde ich möglichst reduzieren auf einmal in der Woche. Und dann? Und dann werde ich auch das Projekt in Afrika fördern. Okay, oh, coffee's gone already. We'll be back with some more. Oy vey. Thank you. Thank you. You'll find my picture in the post office with all the other bad guys. Okay. Anything else I can bring you other than coffee? Ah, we're doing pretty fine. It's okay. Enjoy. And look for whales. Ja, und was noch? Weiter? Ja, außerdem meine ganzen Hobbys. Ich komme ja zu nichts mehr. Im Winter muss ich Skitouren gehen jeden Tag. Im Frühjahr und im Herbst biken, Mountainbiken. Und im Sommer segeln. Im Sommer segeln. Dann muss ich auch noch Motorrad fahren. Echter Stress. Und außerdem muss ich mir dann um die Welt segeln. Einmal eigentlich um die Welt segeln. Einmal mit dem Motorrad? Mit dem Motorrad. Und einmal zu Fuß, wenn du dann 70 bist, oder? Na, mit dem Radl. Mit dem Radl kann man auch viel machen. Uli, erzähl mal, wie schaut deine Zukunft aus? Ja, ich überlege gerade, wie es mit dem Einstieg ist. Ich denke noch nicht über den Ausstieg nach. Ja, du hast ja jetzt gerade ein Angebot gekriegt. Du musst es noch genau durchrechnen, oder? Ob sich's rentiert für dich. Ich muss das mit der bisherigen Lebensplanung noch übereinbringen. Ja, das Problem ist ja, er baut ja schon in... You can leave it here if you want. You want it? Oh, I need it. Ah, you need the can. Die soll die Kanne hier stehen lassen. You okay here? A little more. A little more. Ich jetzt mein Gutschein oder was? Ja, man soll ja mal das verschenken, was man selber auch gut gebrauchen kann. Was man selber gut gebrauchen kann? Ja. Okay, this is a live recording for my birthday. So, what's your name? Barry. Barry, yeah. Barry. How does it feel getting 60? I'm almost 60. It's terrifying. It's terrifying. Terrifying. So, what did you say when you became 50? Oh, it was nothing. It was nothing? Piece of cake. I mean, didn't bother me a bit. Really? Do something special, you're doing something, you're riding a motorcycle, do something special on the day. But 60, that's terrifying. Because it's only 10 years till you're 70. Uh-huh. And that's really terrifying. So
So I feel terrified by 50, to tell you the truth. But you know, seeing you, I think there are some years ahead of me which I really can enjoy. You know, I'm not really suffering out here, I'll tell you. I actually make my living doing this too. Really? Yeah. So. Where's your business? Carmel. Carmel? Carmel, Pacific Road. Yeah. So I paint every day, rent motorcycles wherever I go, and looking at that Honda. Now, turning 60, you got to settle down. I mean, it's Suzuki. And it goes 0 to 60 in 3.6 seconds. I figured that's pretty good for 60. So you're selling your at the Henry Road? Oh, no, Carmel. In Carmel? Yeah, there's about 100 galleries in Carmel. Yeah. I'm in one of those. Do you have a business card or something? Yes. Professional business card? This is a painting I did in Pacific Grove. Photoshopped me in. Yeah. And then on the other side it shows addresses and stuff. So this is good because I pass these out. How much would this sell for? Well, this one probably never going to get done. Why? Oh, I don't know. Because I'm not really into it today. You know, it's new. I'm not used to painting in this spot. So a few times before I can really break into this spot and get a feel for it. So this one is just the design. You're starting out. Or it's going to be really... Oh, yeah. Yeah, as soon as you kind of break your thinking into this kind of thing, then you can take off. But it'll come pretty close. Then I'll take it back to the studio and look at it, and maybe glaze it. This is acrylic right here. Glaze it with oil. Uh-huh. And paint back, do that, and you know, put highlights. And then it sells for how much? Well, actually, I sell very reasonably. 12-16 is when I'm out painting. $250, no frame. 16-20 is $350. This is a 18-24, so somewhere between 450, 500, something like that. But you sell a lot of that, right? For the whole life, you have to be reasonable. Yes. In any term. It's a very old Greek saying, me den agan. I mean, do everything, but do it with moderation. Yes. Why don't you do it? Yep. Huh. I should ask you, do you have a car? Yeah? Or you can keep it, but don't throw it away because it's a very important. It's a very important saying from one of Greek philosophers. Okay. Do everything, but do it with a little moderation. Well, I like that. Do everything with this moderation. This is my birthday present to you. Well, thank you very much. When are you turning 50? 3rd of July. 3rd of July. Are you familiar with Esalen? You're going to go buy it down here. No. You have to make reservations. Uh-huh. But what it is hot tubs right inside of the cliffs. Uh-huh. And it's clothing optional. Oh, so we can go there. So you can go there. Actually, I give you an invitation on my birthday party. You can come and paint the German Alps. Right. Now that would be nice. Where's your card? You got a card? Yeah, you can take. You will get one. Oh yeah, I was gonna say I've got an email and a web page email. Yeah. See, this is good. I pass these out when I'm out painting. Uh-huh. Little maps how to get to the gallery. This is my studio in Pacific Grove. It's like a big giant garage. It's 1,200 square feet. So I set it up like a gallery. So people come over and look at paintings. Yeah. And I still can work in here. Very nice. Yeah. Film mal das Uli hier. Damit er weiß, wie es weitergeht im Leben. Don't forget to leave that on when you start the bikes up. Okay, Well, I hope you have a great trip. Yeah. Barry, was nice meeting you. It was nice meeting you, and too. And we'll hit it. You the 60 and me the 50. Oh, like I said, 50 is nothing. Okay. Really. Yeah. That's you'll blast right through that. Yeah. And probably 60. I'm thinking actually for my birthday present moving to Hawaii. Really?
Hawaii? Moving. Am I moving? Permanently. Yep. Well, I say 2 years. Okay. And go over there and paint for 2 years. Uh-huh. That'll be my birthday present. Great. That doesn't sound bad, does it? Yeah. Anyway, oh, did you rent these? Did the clothes come with, no. Can you rent them? Or are these actually, yours? This is from Eagle Rider. And it's very interesting because you have a rain protection. Uh-huh. So you can turn it the other way around. Yeah. You're all set. It's not very expensive. $200. Oh, okay. Great. These look good too. Yeah. Yeah. Hey, all right. Okay, ready? Okay. Hey, warte mal, mach mal noch ein Foto. Yeah. Thank you.
Spaß, du kannst auf der Feuerwehr gehen. Und das ist die Eiche. Das ist die kalifornische Eiche. Und das Typische hier, oben sind diese Flechten. Fahren, ja. Ja. Sag mal, du hast noch neben deiner Rennfahrertätigkeit Zeit gehabt, hier Fotos zu machen. Das ist ja auch nicht. Das ist echt verrückt, der Mann. Ja. Denk mal hier über. Der Glockengießer von Weilheim legt Wert darauf, dass das hier die erste Glocke von Kalifornien ist, die da oben. Ganz wichtig.
Na, wie ist das da so abends über Highway Number 1? Ziemlich frisch abends. Aber beim Rotwein kann man sich ein bisschen wärmen. Prost. Okay, also unser Cowboy entzündet das Feuer. Ja, aber halt. Ich kann es auch löschen. Und? Klasse. Hey, wie geht's dir? Was machst du hier? Ja, Wale beobachten. Aber jetzt sehe ich noch keinen. Weil ich glaube, wir müssen noch 2 Wochen hier bleiben. Und dafür studierst du die Aktienkurse, oder genau. Was? Aha, und was sagen die dir? The trend is your friend. Das heißt, wenn keine Wale da sind, musst du hier bleiben. Herr Doktor, was sagen Sie zu der Sache? Ja, ich stimme dem vollständig zu. Na, gefällt es dir hier, oder? Mhm. Nochmal? Das hat alles der Wolfgang getauscht. Zum Ach.
von Trieben. Oder? Ja. Definition von faulem Leben. Hä? Da hängen sie. Der Wolfgangsee. Der da drüben. Hä? Wiederholen Sie dieses Statement nochmal. Wenn man die hier so liegen sieht, kann man sich nicht vorstellen, dass sie sich mal beeilen, um einen Fisch zu fangen. Ja, aber die sind ganz schön flink im Wasser. Das traut man den Kerlen gar nicht zu. Aber jetzt sind sie alles andere als flink. Okay, also, wir fahren jetzt dann da oben runter. Ja, also auf der 101 und dann in Port. Nehme. Wieder auf die 1er rüber, fahren da rüber bis Santa Monica und dann fahren wir auf der 10er da durch diesen Städtebrei durch und schauen dann, dass wir nach Anza Borrego kommen. Okay? Das hat... Da hinten der Felsen, das ist Morro Bay. Andreas, es muss einen Schneepflug vorspannen. I get a coffee and a Monster Burger. A coffee and a Monster Burger. But the lady is getting the coffee for you. Okay. Okay. She's the caffeine girl. She's the caffeine girl. She can hook us to the coffee hose. Yes, she will. Und how about French fries, onion rings, salad or soup? Und den Kaffee, den Monster gibt's denn auch ein bisschen zahmer. Ja, den gibt es als normalen Burger. Als, okay, so French, what was this? Monster Burger, French fries, onion rings, salad or soup. Onion. Onion rings, they're round, onion yeah, rings? Yeah. You want those? And salad. And salad. And what kind of dressing? French? French. Baby Magic Sandblock. Und du siehst 20 Jahre jünger aus. Aber nicht, wenn man so verbrutzelt ist wie ein Schwein am Rost. Versprochen? Super. Perfekt. Nicht zu viel versprochen. Das ist gut. Das ist die Edelweiß-Tour. Hast du gesehen? Ja. Edelweiß.
Und was ist der Kommentar des Tages? Super, super Tour. Besser wie an der Küste. Warte mal, schau mal. Was hat er denn jetzt? Nightshot Plus. Er hat ja auch das auf dem Knopf. Mein Lieber. Und nächstes Jahr kommt die Fortsetzung von San Diego bis Guerrero Negro. Prost. Und dann könnten ja auch andersrum aufnehmen.